Fuß dazwischen. Drüben ist Okazaki. Gut gesehen. Ja, hat er vielleicht zu viel Platz, zu viel Option gehabt, Kuzmanovic. Okazaki. Kuzmanovic, Molinaro geht mit. Ein herrlicher Spätsommertag hier heute in Stuttgart, absolut trocken, aber unter Michael Oenning ja so ziemlich alles auch schon an Taktik gespielt. Was geht in dieser Saison? Mal 4-2-3-1, mal Fuß kriegen. Töre. Kuzmanovic, Hane, Kuzmanovic, klasse, wie der Ball läuft, aber dann legt er sich zu weit vor. Und Jeffrey Brummer ist dazwischen. Abgepfiffen die erste Hälfte. Hamburg übrigens jetzt seit über 250 Minuten. 0-1, 2-1 Sieg gegen Hoffenheim. Brummer. Bester Mann. Ja, guter Ball von Bruma in die Füße von Lahm. Machen bisher zu wenig draus zu diesen fünf Ecken. Auch schon einige Freistöße gehabt, da in ganz guten Positionen. Töre, die ist besser, die Ecke, Ausgleich. Jeffrey Bruma 1-1. Schon nach 257 Minuten jubelt der HSV mal wieder über ein Tor in der Bundesliga. Das war eine gute Ecke von Töre, vom Türken, die da unheimlich schnell runterfällt, mit viel Effet, mit viel Dampf reingetreten. Und dann wirft er sich da rein, Jeffrey Bruma. Und dann müssen wir auch nochmal auf Sven Ulreich schauen, denn der Ball kommt ziemlich zentral auf seinen Kasten, liegt da ein bisschen konisch in der Luft. Wenn er da einfach steht, dann hat er den womit. Macht einen deutlich besseren Eindruck, aber sowas wie von deutlich in der Hamburger Innenverteidigung, auch hier gerade gegen Gentner. Hane, Kakao, jetzt Platz für Gentner und wieder Bruma dazwischen. Zwingende Aktion nach vorne von der Heimmannschaft hier. Pogrebniak, Foul Bruma. Übrigens 100% gewonnene Zweikämpfe von Jeffrey Bruma. Dazu sein Tor. Das ist schon eine starke Vorstellung von ihm. Neues Leben reinzubringen im Spiel nach vorne, denn da passiert im Moment herzlich wenig beim VfB. Kuzmanovic. Oh, jetzt hat Bruma sich da wehgetan bei der Aktion. Voll aufs Scheißbein geknallt. Szene normal, rutscht da unglücklich weg. Ich will auch noch mal wechseln, sehen da unten. Da ist einer wartet. Bruma. So, Hanek mit Tempo. Der Mann, der die letzten drei Stuttgarter Tore schoss. Gut aufgepasst von Bruma. Kuzmanovic bleibt hängen. Burka, Spiel abgebrochen.